Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Sexfragen und Antworten. Sorry, ich habe was vergessen. Die witzigsten Sexfragen und Antworten. Und mit dabei ist der Jorginho, Freunde. Wer denn auch sonst? Wer ist die Erfinder von dieser motherfucking geilen Serie? Danny! Arschloch, Alter. Ja, Leute, es ist auf jeden Fall jetzt schon länger her, wo wir das gemacht haben. Man muss auch ehrlich dazu sagen, irgendwann muss auch mal eine Auszeit sein von der Serie, damit da nochmal frischer Wind reinkommt, so wie wenn ich morgens immer am Furzen bin. Und deswegen... Deswegen, Freunde, hauen wir auf jeden Fall schon mal die erste Frage raus, oder was sagst du? Nee. Ja, warte, wir müssen auch kurz was dazu sagen. Diese Fragen sind von den perversen Abonnenten von Danny gekommen. Und das soll auch weiterhin so pervers bleiben. Deswegen, Freunde, schreibt eure Favorite-Fragen, die ihr eurem Danny stellen wollt, Versprecher, Verbrecher, unten in die Kommentare, damit wir Bescheid wissen und damit dieses Format weiterleben kann. Ganz genau, schreibt durch in die Kommentare, wie Giorgio gerade eben gesagt hat. Ich werde mir alles durchlesen und... Giorgio wird sich alles durchlesen und mir dann die Fragen stellen. Das ist nicht mein Job, Digga. Ja, das ist diesmal dein Job. Bleib weg von den Kommentaren, die sind mir! So. Alles klar. Aber... Lass da nicht anfangen. Okay. Okay, lass erstmal warten, Alter. Okay, alles klar. Okay. Wie schmeckt der Tee denn? Der ist schon ausgetrunken. Hier. Ne, Digga, komm, jetzt lass ihn nicht mehr warten. Wir haben schon lange genug gewartet. Ah, du hast recht, du hast recht. Ja, okay. Okay. Alles klar. Okay, kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, hast du deinen Sperma schon mal probiert? Startcom-Verbindung aktiv. Ich muss ehrlich sein, oder? Ja, klar ehrlich. Dazu habe ich eine Story zu erzählen. Und zwar, okay. Ich war damals... Oh Gott, er hat's probiert. Sei mal leise, okay? Ja. Ich wollte das nie probieren, ne? Weil ich das übel eklig fand und mich hat das nicht mal interessiert, wie es schmeckt. Mich interessiert das gar nicht, ne? Mich hat das wirklich null interessiert. Obwohl es ja nichts dagegen spricht, das auch mal zu probieren. Aber ich wollte es einfach nicht, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, weil ich mich eher wie eine Frau fühle. Nun musst du jetzt gleich entscheiden, ob es als probieren gilt oder nicht, okay? Okay. Und zwar hatte ich damals eine Freundin. Ja. Und die hat mich zum Kommen gebracht. Okay. Und dann, ne, genau, dann war das halt dort, ne? Wie hat sie dich zum Kommen gebracht? Mit Mund und Hand. Achso, okay, alles da. Und dann, wieso willst du eigentlich nicht schlucken, ne? Und sie hat dann gesagt, ja, weil es voll eklig schmeckt, ne? Ja. So übel eklig, so warm, so dickflüssig, so richtig eklig. Und ich dann so, nein. Und sie dann so, doch. Und ich so, Und, ne? Und sie so, ja, dann, wieso probierst du nicht einfach mal, ne? Ja. Und ich so, oh, nee, das will ich, nee, ich will das eben nicht. Ah, Digga, du hast probiert für guten Zweck. Hör zu, Digga, okay? Ja. Dann habe ich eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ich weiß immer noch nicht den Geschmack davon. Ich habe ganz kurz reingetupft. Und habe ganz kurz probiert, aber ich weiß nicht den Geschmack, weil es wirklich so wenig war. Ich habe also immer noch nicht, keine Ahnung, wie es schmeckt, aber ich hatte es schon mal so probiert. Aber ich habe so wenig wirklich genommen, dass ich nicht wirklich weiß, wie es schmeckt. Und ich weiß es bis heute nicht, also... Digga! Zeit, um herauszufinden, wie Sperma schmeckt. Ekelhaft, Mann! Aber ich habe es noch nie, ich weiß es nicht. Digga! Was denn? Du hast dich zu Hure machen lassen! Ja, nur damit sie deine Wichse schluckt! Bah! Ja, aber wie gesagt, ich hab's nicht genommen. Also, nee, das war wirklich die Wahrheit. Ja, so. Digga, natürlich muss die Wahrheit ja auch kommen. Und finde ich auch gut von dir. Also, ich würde niemals mein Sperma probieren. Niemals im ganzen Leben. Nee, ich auch nicht, aber. Auch wenn es nach Erdbeer riecht, aber trotzdem nicht. Nee, also ich weiß immer noch nicht, wie es schmeckt, aber man kann es sich vorstellen, ich bitte dich, Alter. Ich meine, ich weiß nicht, aber man kann eine Sache irgendwie ansehen, wie sie schmeckt. Ja. Obwohl, Digga, wusstest du, dass Sperma sogar seinen Geschmack ändern kann? Ja, das kann es. Das liegt an der Ernährung. Ja, wenn du Ananas vorher isst, so einen Tag vorher. Wenn du einen Tag, das ist schwach. Doch! Nein. Digga, das ist Schwachsinn. Es ist nämlich so, wenn du zum Beispiel jetzt Ananas isst, du musst davor schon sehr viel Ananas gegessen haben, so 3 Tage davor und die ganze Zeit nur das essen, dann schmeckt wirklich deine Soße, ja, schmeckt da wirklich anders und ja, das geht auch genauso halt auch bei Frauen, das ist halt ganz normal, auch wenn du dann schwitzt oder so, riecht das ja auch ganz anders. Mhm. Ja. Ah, okay, dann erzähl mal bitte mehr davon. Alles klar, hab ich schon gar gemacht.
Alles klar, gut, dann bitte komm zur nächsten Frage. Okay. Was würdest du tun, wenn eine Frau beim Sex mit dir ohnmächtig wird? Weil ich sie zu hart durchgenommen habe, oder was? Zum Beispiel, sie wird einfach ohnmächtig. Du bist gerade Doggy-Style und die verliert einfach, die kippt einfach um. Aber die bleibt noch in der Position. Sie bleibt noch in der Position, oder? Ja, ich weiß es nicht, Digga, ob die es noch hinbekommen, wenn sie ohnmächtig wird. Ja, musst du mir sagen, dann kann ich ja oder nein. Ja, Digga, ich weiß nicht, ob sie einsickert oder nicht. Nee, man weiß auf, es nicht. Pass auf, also wenn sie ohnmächtig wird. Das und sie würde in der Position bleiben, was würdest du machen? Das, nee, das würde ich merken, dass sie mit dem Gestöhne aufgehört hat. Deswegen würde ich definitiv aufhören, weil ich mache Sex, macht mir nicht so viel Spaß, das habe ich auch gemerkt, wenn die Frau nicht so stöhnt irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, aber wenn die ohnmächtig wird, kann die nicht mehr stöhnen, so, weiß nicht. Also entweder ich mache zur Sicherheit ein paar Aufnahmen von diesem Gestöhne und spiele sie dann ab. Nee, kleiner Spaß, nee, kleiner Spaß, nee, ich würde aufhören. Du kleiner leichten Gender. Oh, nee, ich würde auf jeden Fall aufhören. Weil wie gesagt, man hat nicht. Das geht, das ist. Nee. Also, Digga, das kann, ich bin zwar. Ey, Digga, das kann doch eigentlich passieren. Stell dir mal vor, sie bekommt einen Herzinfarkt und wird ohnmächtig. Weißt du ja nicht. Das muss ja nicht jetzt daran liegen, weil du die jetzt so übertrieben ist. Ja, wegkockst. Aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der mit irgendwie ohnmächtigen Menschen Sex hat irgendwie. Das kommt irgendwie echt übertrieben, Leichenschänder-Style, Alter. Ja, übertrieben, Alter. So, also, sowas würde ich nicht auch nicht machen. Also, so pervers bin ich auch nicht. Nicht? Ja, vielleicht nicht jetzt. Okay. Da kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, würdest du Sex mit einer Sexpuppe haben? Ich weiß es noch gar nicht, Digga. Ich hatte es noch nie mit einer Sexpuppe. Ich weiß gar nicht. Das hört sich doch geil an. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Vielleicht, wenn ich richtiger Vollspast wäre und nicht die Kampus abbekomme. Dann ja, nicht Herz, nein. Wie gesagt, da fehlt mir wieder das Gestöhne. Es sei denn, sie hat irgendwie einen Knopf. Ja, Digga, es gibt bestimmt so teure Sexpuppen, wo man dann einen Knopf drückt, wenn man ihn reinschiebt oder so. Ja. Oder da gibst du Sensoren, wenn du ihn reinschiebst, fängt die an zu stöhnen. Nee, würde ich nicht machen. Das kommt mir ein bisschen zu armselig vor, Digga, als hätte ich nichts. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so Sexpuppen haben eigentlich ihren Sinn und Zweck, weil, guck mal, wenn Leute wirklich, hör mir zu, wenn Leute wirklich nicht irgendwie Frauen abbekommen, ja, und auch nicht jetzt unbedingt das Geld haben für eine Hure im Puff oder so, dann können die wenigstens ihr sexuelles Leben an einer Puppe ausleben, anstatt Frauen zu vergewaltigen, weißt du, was ich meine? So, ja. Die haben dann wenigstens noch einen Ersatz und so weiter, finde ich auf jeden Fall gut, deswegen Sexpuppen for the win. Also ich würde so einen Scheiß niemals anfassen, Alter. Ich glaube, klar. Du bist so ein Stück, wie heißt es jetzt? Plastik am Ficken. Jetzt ziemlich armselig, aber du hast schon recht, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. So für so Leute, die irgendwie, ja, wie soll ich sagen, die irgendwie so das Vergewaltigungspotenzial haben, so, sind Sexpuppen eigentlich genau das Richtige. Ja, deswegen. Das hat auch immer irgendwo noch einen Sinn und Zweck. Voll viele sagen immer, oh, so einen Scheiß braucht man nicht. Aber wie gesagt, das hat echt für Leute, die vielleicht mit diesem Gedanken spielen, weil sie kein Geld für eine Hure haben oder für eine Schlampe und vielleicht nicht so gut in der, oder auch zu schüchtern sind und nicht in der Gesellschaft so angesehen werden, die können ja damit Spaß haben. Also ich würde keinen Menschen deswegen verurteilen. Nee, ich auch nicht. Viel Spaß. Ich würde. Jetzt. So. Frage Nummer 4. Bist du mal aus Versehen ins falsche Loch eingedrungen? Nein. Guck mal, das Problem ist manchmal, erst wenn es richtig dunkel ist, da kommt man nicht immer sofort rein, weißt du? Ja. Manchmal flutscht du auch raus oder so und aber das Problem ist, ich habe auch kein Mädel kennengelernt, was bis jetzt mich irgendwie hinten reingelassen hat, weißt du? Ja. Und selbst wenn ich, also hinten ist es ja sowieso so eng, dass du einfach nicht sofort reinkommst, das geht gar nicht. Und deswegen, nein, noch nie passiert. Vor allem, weil die meisten Mädels, die ich kenne, die würden sich auch gar nicht so drauf einlassen, so. Deswegen, ich weiß gar nicht, ich hab auch gar nicht das Verlangen, das mal zu machen, aber ich weiß definitiv irgendwann mal machen, da bin ich mir sicher. Aber so, das Verlangen danach habe ich nicht so, weil ich einfach nicht, ich habe mich mal mit einem Mädel drüber unterhalten, die das gemacht hat, so. Sie hat halt gesagt, das ist besser für die Männer, weil es enger ist. Und, habe ich gesagt, okay. Ja. Also, ja, ich hatte auch, ich es kann sein, dass es einen Unterschied darstellt, weil je enger es ist, desto besser ist es eigentlich.
Und desto schneller kommt man auch als Mann. Ja. Aber nee, habe ich noch nicht, nee. Alles klar. Frage Nummer 5. Hast du dich schon mal... Was geht, Leute? Danke für das zu Ende Schauen des Videos hier. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren, damit du in den nächsten Tagen nichts mehr verpasst. Denn das war gerade mal der erste Teil von 4 von den 6 Fragen. Und jetzt wird die nächsten 3 Tage jeden Tag um 16 Uhr ein Part hochkommen. Das heißt also, du hast jeden Tag etwas, worauf du dich freuen kannst. Und deswegen vergiss auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren, indem du einfach den Abonnieren-Button unter dem Video drückst und immer auf dem neuesten Stand bleibst, was meinen Kanal angeht und meine Videos. Auf jeden Fall, ja, mache ich das jetzt immer so, dass ich meine Videos immer in Parts unterteilen werde, damit ihr für die nächsten Tage immer was habt. Das heißt also, wenn du von der Schule zurückkommst oder von der Arbeit oder von was auch immer sonst, kannst du dir ein Part reinziehen. Also kannst du dich jeden Tag um 16 Uhr auf ein Video freuen. Und dann habe ich noch ein paar Sachen anzukündigen. Und zwar habe ich mit dem Elotrix, wer den Elotrix nicht kennt, das ist auch ein deutscher Kommentator, eine Serie aufgemacht, wo wir über Frauen reden. Und das Geile an der Serie ist einfach, dass wir euch mit einbeziehen. Das heißt also, wenn die Serie stattfindet und unter den Videos der Serie könnt ihr eure Fragen stellen oder auch als private Nachricht mit dem Betreff Dr. Denotrix. Denn so heißt nämlich die Serie. Am Anfang sollte die irgendwie Dr. Snicktix heißen oder sowas. Also unsere zwei Namen kombiniert. Allerdings haben wir uns dann für Dr. Denotrix entschieden. Also ich finde, das ging ziemlich geil. Also könnt ihr euch auf jeden Fall jeden Mittwoch um 18 Uhr auf ein neues Video davon gefasst machen. Und das auf meinem Kanal und auf seinem Kanal kommt auch jeden Sonntag eine Folge hoch, bei mir jeden Mittwoch und bei ihm jeden Sonntag. Und also da könnt ihr euch auf jeden Fall sehr, sehr drauf freuen. Also Mittwoch um 18 Uhr nicht vergessen vorbeizuschauen. Und ganz genau, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergesst auf keinen Fall, dieses Video zu bewerten, damit hilft ihr uns sehr aus. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich einfach nur fürs Zuschauen und sage dann nur noch 3, 2, 1. Shit!